Ja, also es wurde ja gemeckert ein bisschen mit mir. Ich soll beim Thema RWB mit den anderen Abgeordneten ein bisschen rücksichtsvoller sein und nicht immer so energisch mit den Abgeordneten anderer Parteien. Ist ja richtig, ist ja richtig. Und ich frage mich, wie viele Nackenschläge braucht die Politik noch, um zu erkennen, dass die Struktur des RWB das Problem ist? Es kommen immer weitere Skandale raus. So zum Beispiel kam raus, dass jetzt die Direktorin des RWB sich eine Sonderzulage gegönnt haben, sich selbst genehmigt haben, weil der RWB den ARD-Vorsitz hatte. Jetzt muss man wissen, die Direktoren haben ohnehin schon einen außertariflichen Vertrag, also verdienen weit, weit mehr als die normalen Mitarbeiter. Und dann nochmal einen Zuschlag für den ARD-Vorsitz. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, so ARD-Vorsitz ist eine wichtige Sache, da muss man noch ein bisschen, ne? Tatsache ist aber, dass alle anderen Rundfunkanstalten, SWR, NDR, WDR, wenn sie den ARD-Vorsitz haben, ihren Direktoren keinen Zuschlag gezahlt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, also beim RWB ist natürlich ganz besonders intensive Arbeit nötig. Problem ist nur, die haben sich den Bonus schon gegönnt, ein halbes Jahr, bevor überhaupt der Vorsitz begonnen hat. Dass das rauskam, wurden dann einige von den Direktoren gekündigt, weil sie das Geld kassiert haben ohne Rechtsgrundlage. Ist okay. Aber andere, die auch den Bonus kassiert haben, wurden in Ruhestand verabschiedet mit üppigen Pensionszahlungen. Da fragen wir natürlich, warum werden die nicht auch entlassen? Und wenn man dann fragt, bekommt man entweder keine Antwort oder eine halbe Antwort. Der Rundfunkrat muss sich von der Anwaltskanzlei vom RWB anhören zunächst, dass sie keine Auskunft ihnen geben wollen. Der Hauptausschuss muss sich von der Intendantin anhören, dass wir kein Auskunftsrecht eigentlich haben, man aber dankbar sein müsste, dass sie überhaupt antwortet. Wir brauchen eine neue Organisation, um diese sehr, sehr schlechte Informationspolitik, diese nicht vorhandene Transparenz, diese nicht vorhandene Kontrolle endlich zu überwinden. Alle empören sich, wenn die neuesten Skandalmeldungen vom RWB kommen. Aber wenn es konkret wird, wenn es darauf ankommt, Reform zu beschließen, dann lehnen sie es ab, ducken sie weg. Sich groß empören, aber dann als Pantoffelheld enden. Gerade die sind ganz besonders stark darin. Und deswegen haben wir hier im Landtag auch einen Antrag gestellt auf echte Reform beim RBB. So zum Beispiel Schaffung eines Publikumsrates, damit ihr als Beitragszahler Mitsprache bekommt. Begrenzung der Gehälter für die RBB-Direktoren auf das Maß des öffentlichen Dienstes. Eine Petitionssendezeit, damit ihr auch mitentscheiden könnt, was gesendet wird. Aber wie es so ist, der Antrag wurde abgelehnt. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, da gibt es denn keinen, der die kontrolliert? Ja, es gibt eine Rechtsaufsicht. Die wechselt immer alle 2 Jahre zwischen Berlin und Brandenburg. Und da haben wir die Frage gestellt, was macht eigentlich Brandenburg bei der Rechtsaufsicht? Dazu haben wir eine schriftliche Frage sogar eingereicht. Die Landesregierung Brandenburg hat nicht mal Richtlinien, hat keine Maßstäbe, wie sie die Rechtsaufsicht ausüben will. Sie verweist nur auf den Staatsvertrag, da gibt es einen kleinen Paragraphen. Aber was das für den Alltag bedeutet, wie man mit solchen Skandalen umgeht, wie man sowas vermeidet, wie man sowas einer solchen Sache vorbeugt, dazu gibt es keine Pläne. Und das ist das Problem, dass auch die Kontrolleure versagt haben. Und deswegen machen wir auch weiter. Unsere Arbeit geht voran für mehr Bürgerbeteiligung, mehr Haushaltskontrolle beim RBB, für mehr Transparenz. Und genau deswegen stellen wir auch viele, viele Anträge im Untersuchungsausschuss. Wir wollen die Akten sehen, wir wollen die Zeugen hören und wir wollen die Beweise erheben, damit es endlich zu richtigen Reformen kommt.